Dies ist die Geschichte dreier Brüder. Der Brüder Bethge, Ingo, Holger, Eckbert, geboren in der DDR. Meine Eltern haben an diesen Staat geglaubt, haben diesen Staat mit aufgebaut. Und mein Vater war seit 1949 in der Partei, seit 1949 auch in der Deutschen Volkspolizei, dasselbe wie meine Mutter. Wir durften zu Hause keinerlei Westfernsehen gucken und meine Eltern haben es auch nicht gemacht. Also die haben wirklich an das geglaubt. Ja. In den ersten Jahren nach meiner Flucht war ich für meine Eltern der absolute Verräter am Arbeiter- und Bauernstaat. Ich habe zu Geburtstagen hingeschrieben, zu Weihnachten hingeschrieben. Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Rübermachen in den Westen. In der Deutschen Demokratischen Republik ein Verbrechen. 1974 an der Grenze. Ingo Bethge will raus. Mit einem Freund. Wir haben uns durch den Wald der Grenze genähert, haben dann in dem Wald geschlafen und sind in der nächsten Nacht haben wir den eigentlichen Durchbruch gemacht. Als ehemaliger Grenzsoldat weiß Ingo Bethge, er setzt sein Leben aufs Spiel. Dann kam im Prinzip das Schlimmste, das war das Minenfeld. Dafür hatten wir uns einen Stampfer gebaut. Das war ein Riesenholzstück. In diesem Minenfeld waren in so einem Rautenmuster Sprengminen gelegt. Die hatten ungefähr die Größe einer großen Schuhcremeschachtel. Tritt man rauf, aus Erfahrungswerten der Grenze, wurde der Fuß ungefähr bis zum Knöchel abgerissen. Ja. Endlich die Elbe. Nur noch 200 Meter bis zum Westen. Ich war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Bei mir war es ein großer Teil Abenteuerlust, also irgendwie Länder zu sehen, in die man nicht fahren durfte, einfach mal etwas von der Welt kennenzulernen. Für diesen Preis hat er seine Eltern, seine Brüder verlassen. Ein Gedanke wird ihn lange Zeit bewegen, seine Brüder nachzuholen. Als Ingo ging, stand die Mauer schon 13 Jahre. Geheimkommando Grenzsicherung in der Nacht zum 13. August 1961, die Menschen ahnungslos. Es war ein wunderschöner sonniger Sonntag und wir wollten eigentlich schwimmen gehen, meine Cousine und ich. So kam es ja. Und als mein Onkel damals in die Küche kam und sagte, also Kinder, wir müssen mal gucken, die machen die Grenze dicht. Nicht? Die bauen eine Mauer. Oder nee, Mauer, das Wort Mauer fiel gar nicht. War auch nicht zu sehen, nicht? War ja später. Die machen die Grenze dicht, sagte er. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik hat heute am 13. August 1961 beschlossen, zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte an den Grenzen der DDR, einschließlich der Grenze zu den Berliner Westsektoren, ist ab sofort eine verlässliche Bewachung und Kontrolle wirksam geworden. Für das Überschreiten der Grenze nach West-Berlin bedürfen Bürger der Hauptstadt der DDR ab heute einer besonderen Genehmigung. Herr Fräulein. Wollen Sie rüber? Ja. Wohnen Sie drüben? Leider nein. Ja.
Seien Sie lieb und gehen ein bisschen spazieren bei dem schönen Wetter. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht in 10 Minuten begreifen. Da muss man eine Nacht drüber schlafen. Wir sind dann also noch schwimmen gegangen. Also haben uns da auch keine Gedanken weiter gemacht. Denn in ein paar Tagen ist das wieder vorbei. Nicht? So war die allgemeine Meinung. Noch will er nicht glauben, dass es ernst ist. Der Arbeiter- und Bauernstaat mauert sich ein. So habe ich zur damaligen Zeit geglaubt, Bescheidenheit ist manchmal besser, als im Reichtum zu leben, was wir irgendwelchen Menschen wegnehmen müssen. Und so identifizierte ich mich mit 19 Jahren mit dem, was Schutz und Sicherheit und bessere Gesellschaft in sozialistischer DDR bedeutet. Der Glaube an die Segnungen des Sozialismus soll schon die Kleinsten erreichen. Schwarz-weiß das Bild. Die Guten leben hier, der Feind steht im Westen. Wir lieben unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere sozialistische Heimat. Man sagt, es sei schlecht, dass wir euch zum Hass erziehen. Erziehen wir euch zum Hass? Wir erziehen euch zur Liebe. Der Hass ist nur ein Bestandteil der Liebe. Propaganda, die bei den Bethke-Brüdern nicht zieht. Auch der Vater kann seine Jungen nicht überzeugen. Der Staat hat absolute Linientreue verlangt. Muss das möglichst eine Partei sein, um anerkannt zu sein? Und das war absolut nicht mein Ding. Ich bin sehr freiheitsliebend und ich habe mich dadurch stark eingeengt gefühlt. Da war ich noch sehr jung. Dann hatte er aber irgendwie auch schon diesen Freiheitsgedanken. Denn man hat ja auch gemerkt, die Reisemöglichkeiten waren sehr begrenzt. Und irgendwie war auch ein gewisser Freiheitsdrang da. Der hat sich eben im Laufe der Zeit entwickelt. Wie kann man für den Frieden kämpfen, wenn man die Feinde des Friedens nicht hasst? Aus tiefstem Herzen hasst. Als Mauer und Stacheldraht noch Lücken ließen, fassten sich Tausende ein Herz, um rüberzukommen. Für viele war keine Gefahr zu groß auf dem Weg in die Freiheit. Die Geliebte wartet im Westen. Tunnelbau unter dem Todesstreifen. Für die Stasi ist jede geglückte Flucht eine Niederlage. Für die Partei, für das Regime ist jede Flucht eine Blamage. Mauern und Zäune werden immer dichter. Minen machen die Grenzstreifen zur Todeszone, die Fluchtwege immer waghalsiger. Ich hab die so sagen. Ausgetrickst, nicht? Die hatten die beste, sicherste Grenze der Welt. Und ich habe also auf relativ einfache Art und Weise da ohne großen Aufwand Leute im Kofferraum versteckt rausgeholt. Die mussten also nur unbemerkt in den Kofferraum. Und dann waren die im Westen. Und ich habe mich mit denen gefreut. Ich war für die der liebe Gott und Weihnachtsmann einer Person.
Die Stasi wusste viel, kannte die Tricks der Helfer. Fluchten verhindern konnte sie nicht immer. »32 Menschen hat Hartmut Richter auf immer gleiche Weise rübergebracht.« »Jede Fahrt, von der ersten angefangen, war ein berechenbares Risiko. Es war eine Möglichkeit, die Leute ohne Gefahr in Leib und Leben da rauszuholen. Und das hat mir damals eine große Genugtuung bereitet.« Die 33. Fahrt, seine Schwester im Kofferraum, endet unerwartet am Grenzübergang Drewitz. Was das Misstrauen der Grenzschützer erregt hat, Hartmut Richter weiß es bis heute nicht. Und als dieser Hund auf den Kofferraum sprang, weil er dort im Kofferraum lag, meine Schwester witterte, flog ich an die Wand, sah 10 Maschinenpistolen auf mich gerichtet und damit war sozusagen diese Geschichte beendet. Beide werden verhaftet. 13 Jahre werden sich die Geschwister nicht wiedersehen. Vor allem für Hartmut Richter wird der Stasi-Knast zum Martyrium. Die schlimmste Zeit war die Untersuchungshaft, dieses eine Jahr, meistens isoliert. Wenn man mit anderen zusammenkam, waren diese Spitzel, die rauskriechen sollten, was die bei ihren Vernehmungen nicht rauskriechen. In meinem Fall ohnehin hatte ich den Eindruck, dass sie nur nebenbei rauskriegen wollten, wen ich alles rübergeholt habe. Verhöre Tag und Nacht. Die Stasi will Namen hören. Listen von Menschen, die der DDR den Rücken kehren wollen. Richter hält dicht. Ich wollte mich diesen Verbrechern nicht ergeben. Ich wollte ganz einfach verdammt noch mal nicht die Stiefel küssen, die mich da ständig treten. Und ich hatte nie einen Schuldkomplex. Und wenn ich hier verreckt wäre, ich habe zahlreichen Leuten zur Freiheit verholfen. Diese innere Haltung hatte ich. Das Regime feiert. Hartmut und Elke Richter verschwinden für Jahre hinter Gittern. An der Grenze rüstet die DDR weiter auf. Diese Tötungsautomaten aber machen erst richtig deutlich, welche Menschenverachtung das Regime Ostberlins beherrscht. Wer von Osten diesen Grenzzaun zu überwinden trachtet, wird von den scharfkantigen Splittern dieser Tötungsmaschine zerrissen. Eine unmenschlich perfekte Anlage. Und bald wird die gesamte Zonengrenze damit ausgerüstet sein. Mein Jahrgang, mit uns konnte man eine Mauer aufbauen. Mit den nachfolgenden Generationen gelang es, sie noch zu halten. Aber unsere Kinder, die in einer vollkommen anderen Zeit aufwachsen, die nie das Kriegserlebnis haben, die mit den Medien aufwachsen, mit einem großen breiten Weg, dann die sind die, die Mauer wieder einreißen. Musik
lieben? Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo. Das Regime wird brüchig. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflücken sie gespinnt. Die Jugend will anders leben. Ohne Stacheldraht und Mauern. Zehn Jahre ist es her, als Ingo Bethke durch die Elbe schwamm. Jetzt wagt Bruder Holger die Flucht. Ich hatte einen Bruder, der Ingo, der auch geflüchtet war. Und ich wollte aber erst, ich hatte damals gedacht, na, ist natürlich gut, wenn man erst noch irgendwie einen Beruf hat, den man abgeschlossen hat. Und aber dieser Gedanke der Flucht, der war praktisch seit der Flucht meines Bruders damals, keimte praktisch dieser Gedanke. Was Holger plant, geht nur mit Pfeil und Bogen. Seinen ahnungslosen Eltern schreibt er einen Abschiedsbrief. Liebe Mutti, lieber Vati, lieber Eckbert, meine Flucht hat nicht das Geringste mit euch zu tun. In der DDR kann ich meine Pläne vom Leben nicht verwirklichen. Euer Holger. Die Materialbeschaffung war ja immer ziemlich schwer. In der DDR gab es ja nicht allzu viel. Wir brauchten einen guten Flitzebogen, wir brauchten eine gute Angelschnur, wir brauchten ein Stahlseil. Holger Bethke und ein Freund wählen den kürzesten Weg, direkt über die Mauer, von Dach zu Dach. Sie dringen in ein fremdes Haus, schleichen auf den Dachboden. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist groß. Vom Schornstein aus wollen sie ein Drahtseil in den Westen spannen, über 50 Meter. Das Wichtigste war natürlich, wir brauchten jemanden in West-Berlin, der uns hilft. Also der mit dem Seil am anderen Ende auch was anfangen kann. Tja, da hatten wir zum Glück meinen Bruder, der Ingo, der 74 geflüchtet ist. Der hat uns diesen West-Berliner Part übernommen. Bist du da? Bin bereit. Leg los. Es ging, glaube ich, so gegen 1 Uhr nachts los. Dann hatten die mich angefangen und haben gesagt, wir schießen jetzt den ersten Pfeil ab, ja. Drei Pfeile haben sie dabei. Drei Chancen. Dann habe ich irgendwas gehört klingen. Ja, über Walkie-Talkie. Tut mir leid, entweder ist er abgerissen oder auf dem Dach gelandet. Der zweite Pfeil ist auch irgendwo gelandet, also war sehr schwierig im Dunkeln diese Pfeile zu finden. Der Pfeil ist drüber. Ich finde ihn nicht. Nach langen, langen Suchen habe ich den letzten Pfeil durch Zufall in einem ungefähr 5 Meter hohen Baum entdeckt. Weil die hatten von drüben immer gezogen und hat sich der Baum bewegt, ja. Und da hat gedacht, ein Baum, der sich bewegt im Hinterhof bei Windstille. Und dann hat den Pfeil dann irgendwann gesehen. Hab ihn! Geschafft. An der Angelschnur zieht Ingo das Stahlseil nach Westen.
Er hatte auch noch gesagt, über Funk, irgendwie, ich kann noch ein bisschen mehr spannen, das geht noch ein bisschen mehr. Und wie, um Gottes Willen, du reißt dir fast den Schornstein ein. Das hat wirklich dann Krach gemacht auf dem Boden. Und da haben wir schon gedacht, Mann, hoffentlich hat jetzt keiner was gehört. Die hatten das um so einen alten, maroden Schornstein, der ist im Prinzip durch den Dachboden durchgemauert. Ja. Und ich habe so doll angeruckt, ja, dass das richtig geknirscht hat. Ja. Da habe ich, glaube ich, noch gesagt, soll ich noch mal spannen? Sagte, nein, um Gottes Willen, der Schornstein hier bewegt sich schon fast. Ja. Nein, bleib da, wo du bist, zieh die Handbremse an und wir kommen. Das Seil ist gespannt. Vom Dach im Osten über das Dach im Westen hinunter zu Ingos Auto. Unter ihnen der Todesstreifen. Tag und Nacht schwer bewacht. Die Grenzer haben Schießbefehl. Als das Seil dann gespannt war, dann war im Prinzip der Weg frei. Wir haben noch mal so vorsichtig nach unten geguckt, ob irgendwie mit diesen Grenzern da schon irgendwie, ob die irgendwie alarmiert worden sind oder irgendwas gehört haben. Aber es schien alles ruhig zu sein. Dann hast du schon gehört. Ja. Die waren dann oben auf dem Balkon und haben sich gefreut und haben mir irgendwelche Zigaretten runtergeschmissen und wissen nicht, haben Krach gemacht wie die Berserker. Ja. Der Osten hat, glaube ich, immer noch nichts gemerkt. Und er kam dann um das Haus rum und guckte dann von unten erstmal so nach oben und meinte, da wärst du nun mein Bruder. Ich hab ja nun meinen Bruder 9 Jahre lang nicht gesehen. Maika, ich bin das, wa? Am nächsten Tag finden die Eltern Holgers Abschiedsbrief unterm Küchentisch. Liebe Mutti, lieber Vati, lieber Egbert, beim Lesen dieser Zeilen werde ich sicher schon in West-Berlin oder im Knast sein. Euer Holger. Holgers Mutter will den Brief behalten. Das Letzte, was ihr von ihrem Sohn geblieben ist. Doch die Stasi kennt kein Pardon. Sie droht dem Vater. Er gibt nach. Die Stasi sammelt alles, ordnet ein, legt ab. Über 250.000 Menschen stehen zu dieser Zeit im Dienst der Staatssicherheit. Totale Überwachung. Für Erich Mielke, den Stasi-Chef, ist schon jeder Fluchtversuch eine persönliche Niederlage. Hass auf die Flüchtlinge. Sie schaden dem Ansehen der DDR. Darin ist er sich mit Staats- und Parteichef Erich Honecker einig. Während die einen über Flucht nachdenken, richten sich die anderen ein im real existierenden Sozialismus. Die Parteikarriere kann Wohlstand bringen. Wer will da noch nach Spanien? Die da oben genießen Macht und Wohlstand. Die da unten wollen ein anderes Leben. Im Innern wächst der Widerstand. Kein Auflauf, zurück hier! Das Regime marschiert dagegen.
Kinder, da muss man kräftig sein, in den Beinen und überall. Und das muss man lernen. Auf der Sturmbahn. Klettern, springen, laufen, klettern, springen, laufen, kriechen, immer wieder, immer wieder. Die DDR baut ihre Grenzbefestigungen und Selbstschussanlagen weiter aus. In vielen Abschnitten der deutsch-deutschen Grenze erneuern DDR-Bautrupps die alten Sperranlagen. Alte, verrostete Doppelzaunanlagen werden abgerissen und durch einen 3 Meter hohen Metallzaun ersetzt. Um seine Überwindung unmöglich zu machen, gibt es lebensgefährliche zusätzliche Maßnahmen. In einem Abschnitt sind es Minengürtel, im anderen wird der Metallgitterzaun nach wie vor mit mörderischen Selbstschussautomaten vom Typ SM-70 bestückt. In Beobachtungstürmen registrieren Geräte jede Zündung eines solchen Automaten. Eine weitere, unüberhörbare Sicherung des Metallgitterzaunes bieten Hunde an Laufleinen. Und hinter allem steht der Schießbefehl. Die Grenze scheint dicht, unüberwindbar. Damals, soweit ich mich erinnern kann, hat man in den Nachrichten sehr viel gehört, dass Leute das über die Ostsee geschafft haben. Unter anderem halt auch mit diesen Schlauchboote und Paddelboote und so. Und wir hatten da auch so eine Insel, wo wir auch mal gefeiert haben. Und da hatten wir auch so eine Faltboote gehabt. Den konnte man mit so einer Bootszeit selbst zusammenbauen. Aber wir dachten, die sind wir doch viel schneller als die mit ihrem Gummiboot. Lass uns doch eventuell das an der Ostsee probieren. Mit 3 Freunden reist Rainer Pasch an die Ostsee. Gemeinsam wollen sie rüber machen. Ich wollte eigentlich nur rüber, einen ganz normalen Job machen und ein ganz normales Leben führen. Also die Motivation für mich rüber zu gehen, war so eine Mischung aus was Neues kennenlernen, vielleicht ein bisschen Lust auf Abenteuer und eben ja, die Möglichkeit, eben auch reisen zu können. In der Abenddämmerung brechen die 4 Freunde auf. Ihr Ziel, die Lübecker Bucht im Westen. Das erste Boot fährt los. Das zweite muss warten. Grenzer sind in der Nähe. Für mich war die Ostsee, wie der Name sagt, ein See, mehr oder weniger, und kein Meer. Also da, dass die Ostsee praktisch gefährlich werden konnte, in dem Maße, wie wir es nachher dann festgestellt haben, da haben wir nicht dran geglaubt. In der Eile verlieren Rainer und Udo ihren Kompass. Einfach gepaddelt und gepaddelt, bis dann irgendwann gar keine Lichter mehr im Rücken sozusagen zu sehen waren. Und wir kamen dann auch schon für meine Begriffe bedrohlich der Schifffahrtsstraße nach. War dann doch schon unheimlich, weil das war nicht so ein richtiger Wellengang, sondern mehr so eine Wellenberge, und da kam dann auch immer wieder Wasser ins Boot drin. Ich kann mich schon dahingehend nur erinnern, also das Wasser bei mir in meinem Boot wurde immer voller und haben es dann auch ja nicht mehr so schnell rausgekriegt, wie drin kam. Und ich habe dann auch schon ein bisschen Bauchnabel im Wasser gesessen und da habe ich gedacht, das werden wir wohl denn nicht schaffen. Weil auch, wie gesagt, es war absolute Dunkelheit, war nichts zu sehen. Ich hatte das Gefühl, teilweise nur noch Wasser zu sehen. Also wie, ich würde es heute als Wasserberge bezeichnen. Also in Höhen kann ich es nicht sagen, vielleicht 3 Meter, keine Ahnung.
aber nicht eben als eine Welle, die eine Krone bildet, sondern eben so als Wasserberge und Täler. Rainer und Udo haben längst jede Orientierung verloren. Todesangst. Endlich ein Ufer. Sie wissen nicht, ob es der Westen oder der Osten ist. Musste man halt je nach vorne, je nach hinten rufen und so. Mit Händen hoch und so, was ja dann auch sehr schwer war, wie gesagt. Keine Kraft mehr gehabt. Und wie gesagt, der eine hat immer gerufen und gebrüllt. Vorne schneller, hinten langsamer und Arme höher und so, kann ich mich noch erinnern. Und da war mir dann auch eigentlich dann mehr oder weniger egal. Ich war ja da ein Kind so froh gewesen, überhaupt an Land zu sein. Und habe dann immer mit gerechnet, na gut, jetzt sind wir halt da, da werden die anderen Bänden das ja geschafft haben, also der Thorsten und der Dirk. Da war es für mich eigentlich klar, jetzt haben sie es, oder die haben es geschafft. Für mich war eigentlich klar, die haben es geschafft, die haben ja ihren Kompass nicht verloren. Am nächsten Morgen das Boot der Freunde am Strand. Leer. Die Stasi-Leute rätseln. Originalton. Kann möglich sein, die sind bei der SOF. Auch möglich, ja, dass sie da irgendwie die Glocken läuten bald. Ja. Naja, Mensch, wenn das Ding angespielt worden ist. Ja. Und ist defekt und alles, ne? Ja. Und, ja, man kann sich vieles ausreihen. Warten wir es ab. Tage später wird Rainer Pasch aus seiner Zelle geholt. Was ihn erwartet, ahnt er nicht. Dann der Schock. Sein Freund Dirk ist tot. Also das war schon so ein bisschen also ein Gefühl der Ohnmacht. Also wie ich dann da stand da mit meinen Fußketten und meinen Handschellen, wo dann da auch noch mal so eine Struppe dran hing, wo einer mich da so rumgeführt hat. Also da hat man halt, weiß nicht, man war halt irgendwie, also ich war irgendwie wütend, sauer gewesen. Dachte ich, schlüpfst jetzt nun aus und haust dir da die zwei, drei vom Kopf oder. Es ist halt irgendwie geschockt gewesen. Der vierte Freund wird nie gefunden. Vermisst wie so viele andere Ostseeflüchtlinge. Und jedes Schicksal akribisch gesammelt, geordnet, abgelegt. Im Auftrag des Stasi-Chefs Erich Mielke. Ende der 80er Jahre geht er lieber zur Jagd. Den Blick für politische Realitäten hat er längst verloren. Nach außen gibt sich das Regime noch selbstbewusst. Hinter den Fassaden kehren viele Bürger dem System den Rücken. Von den Brüdern Bethge ist nur noch Eckbert im Osten. Dann haben mich mal irgendwann Leute besucht. Da wusste ich erst ja nicht, was das für Leute sind. Können die von der Stasi sein? Die haben mir gesagt, die kommen von Holger und Ingo. Die wollen mich mal besuchen. Und ich war natürlich erst sehr skeptisch. Ich habe mir sofort gedacht, das ist bestimmt die Stasi und wollen mal horchen, was so los ist. Also ich war sehr vorsichtig. Ja. Hat sich aber dann herausgestellt, dass es wirklich Bekannte von Holger waren. Und die haben mir dann mitgeteilt, dass sie eine Flucht für mich planen. Ja, gesagt, wunderbar. Und dann war das auch schon klar, dass das mit einem Flugzeug irgendwie passiert.
Eckberts Brüder Holger und Ingo üben schon fleißig für diesen Coup. Fliegen ist doch gar nicht so schwierig, haben sie im Playboy gelesen. Der Plan? Mit Leichtflugzeugen in den Osten und mit Eckbert zurück in den Westen. Wir haben Angst gehabt, dass wir irgendwie abgeschossen werden. Und das musste man eben einkalkulieren. Wenn man irgendwie diese Mauer, die eben mit Waffen und Physik, was waffenstrotzend ist und Minen und was das alles gab, praktisch auf dem Erdweg, dann dachten wir schon, dann ist dieser Luftweg, da hat man noch ein bisschen Distanz. Aber Schießen, klar, damit muss man rechnen, dass auf einen schießen. Aber die haben wir vielleicht auch ein bisschen verdrängt, die Angst. Die Tragflächen ihrer Flugzeuge tarnen sie. Man sieht ein kleiner Grenzer, ein russisches Flugzeug mit Russensternen, kann ja nicht von sich aus beschließen, da einfach raufzuschießen. Ja? Denn wir hätten ja wirklich Russen sein können. Und die Russen haben das immer ziemlich locker gesehen, die haben sich nicht angemeldet. Ja? Also die sind einfach irgendwo rumgeflogen. Ja? Und kein Grenzer, ihr Freiter, der gerade Dienst tut, würde sich trauen, irgendwelche eigenen Entscheidungen zu fällen. Ja? Eine offizielle Startbahn können sie nicht benutzen, denn Fliegen ist in ganz Berlin für Hobbypiloten verboten. Holger und Ingo bei den Vorbereitungen zum Start auf einem Fußballplatz im Westen. Sie wollen mit zwei Maschinen fliegen. Mit der einen soll Ingo im Osten landen und Holger mit der anderen von oben Ausschau halten. Wir wussten nicht, ob die Strecke reichen würde zum Starten, weil gleich dahinter hohe Bäume waren und wir mussten so innerhalb von 90 Metern schon so 20 Meter Höhe haben. Und das wussten wir nicht, das konnten wir leider nicht trainieren vorher. Und da mussten wir ein bisschen auf unser Glück pochen. Im Osten soll Bruder Eckbert warten, im Treptower Park. Wir hatten keinen Funkkontakt zu ihm, weil zu viel, die Distanz war zu groß. Und die ganzen Häuser, die haben praktisch diese Verbindungen nicht zugelassen. Aber wo wir oben waren, in der Luft waren, da hatten wir über Funk angefragt, Ödel, Dödel, bist du da? Und dann hatten wir erst so ein Kratzen im Funk und dann, ich bin da. Das war für uns super. Ecki war immer Ödel-Dödel, ja. Ödel-Dödel und ich war, glaube ich, Adler 1 und heuer Adler 2 oder irgend sowas, ja. Also ich habe gesagt, Ödel-Dödel, bist du da? Und dann habe ich ihn schon gehört, ja, ich bin hier, Ödel-Dödel ist hier, soll ich schon rauskommen? Ich sage, nein, 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 wir sind erst unterwegs. Und dann, das war wie eine Erleichterung. Ah, Ecki ist da und jetzt geht alles gut, wa? Ödel, bist du da? Ich bin hier. Alles klar, wir sind schon unterwegs, wa? Es war alles noch ein bisschen wiesig, normalerweise hätten wir schon ein bisschen warten können. Ne? Ihr werdet schon meistern, ey. Alles klar, wir sind unterwegs, ich sehe schon die Mauer vor mir. Ne? Ich werde warten, alles ist klar. Holger hat mich von oben über Funk dirigiert, hat gesagt, da sind Mauerflügel noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Dann habe ich aufgesetzt, hat viel gewackelt, ja.
natürlich bin ich, ey, ran, die Tasche, die ich dabei hatte, wäre mir, hätte ich beinahe verloren, habe mich da völlig verhakelt. Ich war also sehr aufgeregt. Eckbert kam gleich aus dem Gebüsch raus, hektisch. Ich sag, vorsichtig, wegen dem Propeller, renn da vorne nicht rein. Setz dich hin, setz den Helm auf und Ecki, oh, starten, starten. Ich sag, ruhig, ruhig, die raffen doch sowieso nichts. Setz den Helm auf, ist wichtig. Wo wir ungefähr einen Meter über dem Boden waren, da ist so eine tierische Last von mir abgefallen. Da wusste ich, ja, das hat geklappt. Ich konnte es mir auch nicht glauben. Als ich wie der Himmel war, über'm Rosenstrauch, setzte manche sich und sprach, Rosen blühen auch. Ach, wie ist der Himmel blank? Eines mysteriösen Fluchtunternehmens vor dem Berliner Reichstag. Wachtposten beobachteten in den frühen Morgenstunden die Landung von zwei Motordrachen. Als die Polizei an der Landestelle eintraf, fehlte von den Fliegern allerdings jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach zwei Brüdern aus Köln, die die beiden Flugmaschinen am Pfingstsonntag nach West-Berlin gebracht hatten. Wir hatten natürlich keine Lust, den Eckbert jahrelang nicht gesehen, da gleich auf irgendeiner Polizeiwache zu hängen und da erstmal eingeknastet zu werden. Wollten uns erstmal unterhalten, wollten ein Bierchen trinken gehen. Das haben wir gleich gemacht. Wir sind direkt zum Kudamm, haben erstmal ein schönes, wie Ecki sagt, immer ein frisches getrunken. Hab mich hingekniet und hab den Boden geküsst. Und war einfach glücklich. Und dachte, Mensch, das ist eine Flucht. Ich habe das noch ja nicht so richtig realisiert für mich. Ich wusste nur, wir haben es gemacht und das hat jetzt geklappt.